Papier. Falls ihr seriöse Nachrichten haben wollt, die man richtig gut trauen kann, ich habe hier so eine Kanalempfehlung für euch. Postillon24. Ich finde, der Kanal ist genauso seriös wie ich. Dabei riechen sie immer wieder an ihren Händen und schütteln danach ungläubig den Kopf. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich komme gerade aus der Dusche. Irgendjemand hatte gefragt, dass er ein Update wäre. So sieht das Ganze jetzt aus. Heute ist Wochentage, Mittwoch. Und ich finde es halt ganz gut ab. War jetzt letztens auch bei der Polizei und da muss ich jetzt auch noch sowas ausfüllen. Also selbst bei denen ist es gerade voll die krasse Quarantäne, oder eigentlich gerade bei denen ist ja irgendwie klar, bei Behörden. Was ich eigentlich reden wollte, mir ist es jetzt schon mehrmals passiert, dass wirklich Leute, die richtig besoffen waren, irgendwie in der Innenstadt unterwegs waren. Und da war ich letztens einkaufen, weil ich ein paar Sachen gebraucht habe. Und da war da so ein Mann, der hat sich dann in der Kasse vorgedrängelt und dann zu uns allen in der Schlange gesagt, dass wir den Mindestabstand nicht einhalten. Also ich glaube, der war auch betrunken, der hat auch Alkohol eingekauft und wollte, dass wir dann nach hinten gehen. Und dann habe ich ihm gesagt, dass das so nicht geht und habe das dann auch der Kassiererin gesagt, dass das so ein ist, der irgendwie rumpöbelt. Und dann haben die extra eine zweite Kasse für den aufgemacht. Keine Ahnung, vielleicht wollten sie keine Ärger oder so. Aber ganz ehrlich, mir fällt es auch irgendwie allgemein so auf. Ich habe das Gefühl, Leute trinken mehr Alkohol als sonst. Ich meine, das hat man vielleicht auch in Supermärkten bemerkt. Und ich finde, es wirkt sich jetzt gerade auch irgendwie gesellschaftlich aus. Weil durch Alkohol kommen halt auch so Sachen aus dem Unterbewusstsein hoch, die man dann irgendwie in Handlungen dann ausführt. Nicht bei jedem, kommt auf die Person drauf an, aber bei Leuten, die halt irgendwie eh schon so eine aggressive Grundstimmung haben, wird es durch Alkohol halt verstärkt. Und ich denke, dadurch, dass halt einige Menschen halt auch Angst haben in der momentanen Situation, versuchen sie halt jetzt sich zu betäuben und saufen sich das Leben halt irgendwie schön und pöbeln dann in der Öffentlichkeit rum und nehmen überhaupt keine Rücksicht dann, dass sie dann durch ihr Verhalten dann irgendwie auch andere Leute irgendwie anstecken könnten und es dann zu irgendwelchen Risikogruppen irgendwie weitergereicht wird. Was ich ziemlich lustig finde, was jetzt irgendwelche illegalen Substanzen angeht. Also wirklich alle Goas oder Raves in der Umgebung wurden abgesagt. Also ich kenne keine einzige Veranstaltung im Umkreis von 200 Kilometern. Also ich habe wirklich auch so Leute gefragt, ich wohne ja eigentlich in der Umgebung von Stuttgart. Ich habe bis nach Frankfurt gefragt, ob irgendwas stattfindet. Selbst dort fällt alles aus. Also wirklich, ich kenne halt auch Leute, die sowas veranstalten. Also mir scheint es wirklich so, dass so die, weiß nicht, die Leute, die eigentlich sowas illegal veranstalten, was Substanzen angeht, jetzt sich halt, keine Ahnung, Rücksicht nehmen und so. Aber manche Leute, natürlich nicht alle, weil Pauschalisierungen sind meh. Aber Leute, die irgendwelche legalen Substanzen zu sich nehmen, jetzt viel eher irgendwie zur Verbreitung vom Virus beitragen, als jetzt auch irgendwie irgendwelche Zigarettenläden oder so, ist mir aufgefallen. Ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, wenn man gestresst ist, dass man mehr raucht. Ich meine, ich habe ja lange auch selber viel geraucht. Ja, was heißt viel? Aber ja, ihr wisst, wie ich meine. Also mit anderen Personen verglichen war es das nicht so krass viel, aber ich habe das, glaube ich, auch lange gemacht, weil ich einfach irgendwie mit meinen eigenen Emotionen nicht klargekommen bin. Aber irgendwie sieht man gerade so voll auch so die Drogenpolitik der letzten Jahre in unserer Gesellschaft. Und manche Leute sind so rücksichtslos. Oder allgemein, also gibt irgendwie so zwei Arten von Leuten. Die einen, die nehmen ja jetzt voll Rücksicht oder so. Also ich habe voll viele Freunde, die bleiben jetzt auch zu Hause. Wir schauen, dass wir irgendwie uns über Discord irgendwie connecten und dann irgendwie zusammen dann irgendwelche Filmeabende oder so machen, halt online oder irgendwelche Spiele zocken. Aber dann gibt es wieder solche, die sind irgendwie so mega aggressiv drauf.
Da war zum Beispiel auch letztens ein Mann, der hat mich irgendwie angeschaut und dann gesagt, du gehörst in Quarantäne. Und ich dachte mir nur so, what the fuck? Also ich bin da wirklich ganz normal die Straße entlang gelaufen. Es war halt an dem Tag, wo ich da einkaufen war. Und ich sah jetzt, also ich hatte nicht mal meine Gua-Hose an. Ich sah jetzt nicht irgendwie. Ich habe momentan auch nicht mal bunte Haare. Also ich fand jetzt nicht, dass, wenn man jetzt nach Stereotypen geht, dass irgendwas jetzt an mir komplett irgendwie asozial irgendwie gewirkt hätte oder so. Ich weiß nicht. Und wenn er so arg Angst hat, wieso ist er dann selber auf der Straße? Also irgendwie, ich bin ein komischer Mann. Nee, also ich schaue momentan so als Beschäftigung, dass ich mir alles Mögliche so an Wissen aneigne, was ich mir eigentlich so die letzten paar Jahre so vorgenommen habe. Ich habe tatsächlich sogar mal vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so meine Liste gemacht mit Sachen, wo ich mich noch nicht so gut auskenne und wo ich mich gern besser auskennen würde. Und da setze ich mich momentan ran. Also so Sachen, die ich mir irgendwie schon voll lange vorgenommen habe. Zum Beispiel möchte ich mich besser mit Technik auskennen. Oder, keine Ahnung, ich tue gerade auch so ein bisschen so Physik vertiefen, Chemie, Biologie, also das Ganze, was ich auch schon in anderen Videos gesagt habe, dass ich mich dafür interessiere. Alles Mögliche an Dokus suchten. Ich bin froh, dass ich so ein bisschen auch ein Internet-Junkie bin. Das ist immer unterschiedlich, wie arg das ist. Aber ja, gerade ist wieder eine Phase, da bin ich ziemlich viel im Internet. Aber ich schaue halt, dass ich ja, die Zeit einfach nutze, um irgendwie so meinen eigenen Horizont zu erweitern. Und ja, ich weiß nicht. Also ich fände es auch cool, wenn ich so die Zeit nutzen könnte, so ein richtiger Gamer zu werden. Weil eigentlich bin ich voll der Noob. Das ist richtig traurig. Ich fände es voll cool, irgendwie auch Let's Plays zu machen, aber ich bin halt wirklich mega schlecht. Aber ich habe jetzt zu meinem Freund auch gesagt, dass ich so jetzt sein Padawan Ahsoka bin und er mein Anakin und er mir dann so, ja, die Künste des Gamings beibringt. Ja, ich fände es cool, wenn ich irgendwann mal einigermaßen so gut bin, dass man das irgendwie auch live oder so zeigen könnte. Weil momentan, ich hätte kein Problem damit, dass man sieht, wie schlecht ich bin. Aber ich will das keinem Menschen antun, sowas sehen zu müssen. Also wirklich, das ist so. Man will so den Kopf gegen die Wand haben, wenn man sowas sieht. Weil irgendwie so meine Auge-Hand-Connection ist irgendwie richtig scheiße. Also meine Reaktion ist da, aber irgendwie so was die Körpermotorik angeht, die ist irgendwie so, ja, Schildkröte. Genau. In letzter Zeit habe ich nicht so viel gezeichnet. Aber eigentlich könnte ich auch die Zeit nutzen, ja, um vielleicht auch ein bisschen kreativer wieder zu werden. Und ansonsten schaue ich gerade auch, dass ich so eine richtige Kräuterhexe werde. Also, ja, also ich, keine Ahnung, ich schaue, dass ich irgendwie lerne, wie man zum Beispiel Hustensaft selber herstellt. Das hatte ich ja auch gezeigt, dass ich letztens angefangen habe, Wildkräuter zu sammeln. Und genauso Permakultur informiere ich mich ein bisschen, Thema Selbstversorgung. Weil ich habe ja schon im Januar in einem meiner Videos so diese Münze eingebaut, mit der ich rumgespielt habe. Und es sollte nicht nur auf die Dualität mit den zwei Seiten, was aber dennoch eins ist, hinweisen, sondern halt auch auf unser Finanzsystem, weil ich halt schon da zu dem Zeitpunkt gedacht habe, okay, es könnte zu einer Weltwirtschaftskrise kommen. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat. aber genau, also ich habe mir jetzt einige Saaten auch gekauft. Und gerade bin ich auch so dabei, mit meinen Nachbarn irgendwie so eine Gemeinschaft zu bilden. Zum Beispiel habe ich letztens mit so einer Nachbarin gequatscht, die hat mir gesagt, dass sie zum Beispiel Blumentöpfe hätte, da könnte ich was abhaben. Und keine Ahnung, ich schaue halt, ich kenne mich so ein bisschen
mit medizinischer Versorgung aus? Also ich würde sagen, ich kenne mich überdurchschnittlich aus, aber klar, ich bin keine Arzthelferin oder so. Aber ich glaube halt, dass ich dann damit irgendwie auch so meinen Nachbarn helfen kann, wenn die irgendwas brauchen. Weil ja auch immer mehr Arztpraxen geschlossen haben. Genau. Also dass man irgendwie so irgendwie miteinander dann sich irgendwie so eine Struktur bildet, falls es halt wirklich zu so einem Finanzcrash kommt. Dass man halt so, keine Ahnung, Leute hat, die sie, wo man sich halt irgendwie gegenseitig unterstützt. Ansonsten, was ist uns noch so passiert? Ich merke schon, ich würde gern meine Freunde treffen. Also ich merke es langsam so, weiß nicht, ich komme zwar schon alleine klar, aber ich bin halt lieber mit anderen Leuten zusammen, auch wenn ich immer wieder mal so meine Zeit für mich brauche, aber man merkt halt so richtig erst jetzt, wenn man sie nicht sehen kann, wie schön sowas eigentlich ist, dass man solche Menschen hat. In ein paar Tagen kommt auch mein Freund wieder her. Ich hatte ihm eigentlich gesagt, dass er früher kommen soll, weil ich die Sorge hatte, dass er wegen der Ausgangssperre dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr zu mir fahren könnte. Aber dadurch, dass wir halt eine Wohngemeinschaft sind, denke ich, würde das noch gehen. Genau. Was ich noch sagen wollte. Eigentlich wollte ich demnächst auch Blut spenden gehen. Jetzt habe ich mich ein bisschen informiert und lauter Blutspendetermine werden abgesagt. Weil eigentlich hatte ich so gedacht, weiß ich, wenn man halt irgendwie sowas macht, dass man zum Beispiel auch so den überbelasteten Finanzsystemen, überbelasteten Krankensystem, so, ich verwechsel schon alles, ein bisschen helfen könnte. Weil ja auch mehr Leute irgendwie, weiß nicht, wenn die dann nicht so lange auf irgendwas warten müssen oder auch so organspendemäßig oder so, dass dann halt das Ganze irgendwie nicht so überbelastet ist, keine Ahnung. Nee, aber es scheint irgendwie so, als könnte das jetzt halt wirklich abgesagt werden, weil ich wollte eigentlich das erste Mal endlich hingehen, weil in der Vergangenheit hat es halt nicht geklappt, weil als ich das erste Mal hingehen wollte, war ich 17 und hat dann extra angerufen, ob das mit der Begleitung von Erwachsenen geht und da haben sie dann angesagt. Also man muss wirklich 18 sein. Dann war es so, dass ich voll in meiner Essstörung war und ständig im Unterzucker. Und ja, ich habe es dann einfach körperlich nicht gepackt. Und dann war es so, dass ich frische Tattoos hatte. Dann hat es wieder irgendwie nicht geklappt. Und genau. Ja, dieses Mal hätte es wahrscheinlich so geklappt. Also ich habe keine frischen Tattoos. Ich fühle mich körperlich fit genug dafür. Keine Ahnung, ich war auch nicht im Urlaub oder so. Also ich denke, ich habe die Kriterien erfüllt. Aber jetzt wird es halt irgendwie abgesagt. Macht mir aber auch irgendwie Sorgen, wenn da wirklich so viele Termine abgesagt werden, dass es dann irgendwie noch mehr das Gesundheitswesen irgendwie belasten könnte, weil dann fehlt ja irgendwie auch Blut. Und wenn dann irgendwelche Notfälle sind, wo jemand schnell Blut braucht, wäre das halt mega scheiße. Und ich muss mich dann nochmal informieren. Weil ich habe halt auch Blutgruppe 0 Rhesus negativ, heißt, ich wäre Universalspender. Ich könnte irgendwie, keine Ahnung, das wird besonders gebraucht. Und vielleicht könnte ich schauen, dass ich zu einem anderen Ort fahre, falls nicht alles abgesagt wird, dass ich da ein Stück weiter auch fahre. Genau. Es gibt ja auch so diese, ich glaube, es war Rückenmark, was man noch spenden kann. Da bin ich mir aber selber unsicher, weil da braucht es ja so eine ganze OP dafür. Aber momentan überlege ich mir tatsächlich auch noch das, aber ich finde, da muss ich noch länger drüber nachdenken. Ich habe gerade rausgefunden, es gibt manche Leute, die haben jetzt so eine Coronavirus-Challenge gemacht. Und ich schaue normalerweise nicht in die Trends oder so, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Schaut euch das mal an. Ich weiß noch, während einer meiner ersten LSD-Erfahrungen habe ich so mit meiner LSD-Schwester geredet und ich habe dann irgendwie gesagt,
Entsteht der Narzissmus durch die Gesellschaft oder die Gesellschaft durch den Narzissmus? Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall so irgendwie so ein Wechselspiel. Aber man sieht es so momentan voll, wie halt so, ja, dieses Ellenbogen-Gesellschaft-Dingens, ja, was für Auswirkungen das halt irgendwie hat. Wenn, weiß nicht, die meisten Menschen irgendwie weiter im Kopf wären oder allgemein auch irgendwie die gesellschaftliche Ordnung weiter im Kopf wäre, denke ich, wäre wahrscheinlich nicht so viel Chaos ausgebrochen. Wäre es vielleicht nicht zu solchen Hamsterkäufen gekommen. Und allgemein, wenn man zu viel zum Beispiel auch Desinfektionsmittel benutzt, macht es ja auch die Hände kaputt. Also ich würde sowas nicht übermäßig einsetzen. Und manche Desinfektionsmittel, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, aber die wirken nicht mal für alle Viren. Kann sein, dass sie nicht mal was gegen den Coronavirus bringen. Also die, wenn die nur aus dem Supermarkt sind und nicht aus der Apotheke. Genau. Also irgendwie, ich bin, weiß nicht, fast schon, ich finde es einerseits lustig, aber irgendwie auch traurig, mit anzusehen, wie dumm Menschen eigentlich sein können. Es kommt halt irgendwie auch, weil sie wahrscheinlich halt von der Angst gelenkt sind. Es ist halt auch ein Schutzmechanismus. Und ich habe dann irgendwie auch letztens noch so über unser Schulsystem auch nachgedacht. Und eigentlich ist so die gesellschaftliche Ordnung, dass wir eigentlich so zu egoistischen Narzissten erzogen werden, die Angst haben. Aber ja, momentan sieht man halt das Resultat davon. Also irgendwie scheint es nicht so ganz geklappt zu haben, wie manche Leute das glaub wollten. Genau. Dann sind momentan ja auch relativ viele Theorien im Umlauf. Ich habe ja auch das mit Mephedron eingefügt. Ich habe auch unten angemerkt, dass es vom Weihnachtsmann ist, die Info. Ich hoffe, das habt ihr geschnallt. Ich weiß selber noch nicht genau. Also ich bin da auch am Recherchieren, woher kommt der Virus wirklich. Also die aus China sagen, es wäre die USA gewesen. Die USA sprechen vom Wuhan-Virus. Also irgendwie wird da die Schuld hin und her geschoben. Ich halte es tatsächlich für möglich. Weiß nicht, ich habe ja seit kurzem auch so einen erleuchteten Meister, mehr oder weniger. Also diesen Trommeltypen. Und ich habe den jetzt wieder getroffen, habe den auch irgendwie mit WhatsApp-Kontakte. Und er hat mir so ein Video geschickt, dass es irgendwie auch mit so einer Wirtschaftskrise irgendwie geplant wäre. Ich weiß es selber nicht genau. Also, ich würde schon sagen, ich bin jemand, der irgendwie so Sachen hinterfragt. Aber ich finde, man sollte halt auch den Hinterfrager hinterfragen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so eine Theorie irgendwie vor die Nase bekomme, bin ich auch immer so, okay, könnte sein. Also, weiß nicht, ich sag nicht gleich, dass es irgendwie Bullshit ist oder so. Aber ich bin dann immer noch so ein bisschen unsicher, okay. Weiß nicht, ich will mich dann vorher erst so ein bisschen informieren. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich halte es für möglich, dass es irgendwie auch alles irgendwie so ein bisschen, ja, außer Kontrolle geraten ist. Aber an sich würde ich es den USA tatsächlich zutrauen. Also ich habe da auch so einen Artikel gelesen, dass zum Beispiel irgendwie irgendwelche Viren aus so einem Labor aus Kanada irgendwie immer wieder irgendwie rumtransportiert wurden. Da war irgendwie ein Forscher, der meinte, da hieß es, dass der irgendwie in China dann irgendwie ein neues Labor oder neue Forschung aufgemacht hat und dann von dem einen Labor zum anderen halt so ein bisschen was mitgenommen hatte, weil er irgendwie nicht bei Null anfangen wollte.
Es war aber jetzt nicht wegen dem Coronavirus, sondern wegen dem anderen Virus. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass da irgendwie auch ja, jemand gehörig Scheiße gebaut hat. Also ich meine, wenn man irgendwelche Viren durch die ganze Welt schifft, kann da natürlich auf jeden Fall auch irgendwas schief gehen. Ja, also, aber das, was in China halt wirklich ist, macht mir halt auch richtig traurig, weil da sind ja halt auch diese Arbeitslager. Und ich habe dann halt auch mitbekommen, dass halt so diese Minderheit, die besonders halt in diese Arbeitslager reingesteckt wird, dass sich dort gerade der Virus oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber dass sich auf jeden Fall in dieser Minderheit der Virus ziemlich verbreitet hatte und die das dann halt voll abbekommen hatten. Also ich bin mir auch noch unsicher, ob ich das glauben soll, dass es in China irgendwie keine Infizierten mehr gibt oder ob die halt wirklich, weiß nicht, ich würde es China auch zutrauen, dass sie da wirklich, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute die da umgebracht haben wegen dem Virus. Oder halt in Arbeitslager gesteckt haben und keine Ahnung, was da mit dem passiert ist. Ja. Ich hab Vertrunter, Geschäftsmänner traurig, Mama Erde munter, Flugverkehr ist lahmgelegt, hoffentlich auch bald die AfD. Was ich aber schön finde, ist, es gibt ja manche Künstler, zum Beispiel Musiker, die machen jetzt irgendwelche Livestreams. Das hat ja zum Beispiel letztens das Lumpenpack gemacht. Finde ich cool, wenn Captain Peng das auch macht. Also ich schaue gerade irgendwie auch, dass ich irgendwelche Leute irgendwie unterstütze, wo ich denke, die machen richtig irgendwelche coolen Projekte oder so und könnten jetzt ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Vielleicht wenn wir alle Captain Peng zu spammen, macht er sowas auch. Das fände ich irgendwie toll. Was ich auch ganz interessant fand, da gibt es ja jetzt im Netz oder auf YouTube auch diesen Brief vom Coronavirus. Mit diesem Hashtag Listen. Und genau, die Perspektive finde ich echt auch ganz interessant. Oder allgemein auch ja, weiß nicht, die Natur ist halt wie Karma. Alles, was man der an Scheiße zufügt, bekommt man halt irgendwie tausendfach zurück. Und, weiß nicht. Ich finde, das kann man momentan halt auch irgendwie ziemlich sehen. Ich finde es halt irgendwie gut, wenn durch den Virus wirklich so die Menschheit irgendwie endlich mal Nächstenliebe lernen würde und von diesem ganzen Egomanentrip runterkommt.